So, wie geht's hier weiter? Hier nicht. Ich gehe mal davon aus, dass da hinten eventuell auch noch mal ein bisschen... Oh, warte, hier. Hast du Loot übersehen? Gar nicht gut. Ich gehe mal davon aus, dass wir da hinten auch noch mal ein bisschen Loot haben. Deswegen müssen wir da auch noch mal gucken. Ey. Ja, ich sehe da, guck mal, da hinten, da blitzt es doch schon auf. Ihr wisst, ich kann an Loot nicht vorbeirennen. Also nicht, wenn ich weiß, dass da Loot ist. Jawohl. Warte, kann ich mir ein bisschen was herstellen? Oder sowas? Oder sowas? Ja. Ja. Wonderful. It's very wonderful. So, was mache ich mit dir, mein Kleiner? Wenn das auch noch mal Loot. Du siehst mich nicht, ne? Oh, warte, wir können ja mal was ausprobieren. Wir können ihn ja mal dahin locken. Ein komisches Geräusch. Was aber ein komisches Geräusch. Und dann ist er ja außerhalb des Lichts. Hat sich was bewegt, glaube ich. Tschüss. Ist gar nicht traurig um dich. Also ich finde das Ratten-Unlock-Ding finde ich schon so schön, ist schon schön. So. Ich zumindest einen Stein wieder nehmen. So, ihn werde ich wahrscheinlich... Ja, kann ich ihn einfach umlaufen eigentlich? Warte mal. Ja, könnte ich. Ja, komm. Wo kam das Geräusch her? Von da drüben? Überraschung, Überraschung. Ja, endlich. Den lasse ich leben, weil... Weil der was macht ja nichts. Was zum Teufel machen die da? Scheiße. Was? Ich dachte wirklich, ich hau einem der Alchemisten eine rein. Reg dich ab. Sie sind alle etwas abgehoben, aber immerhin können sie lesen. Deswegen müssen sie sich nicht wie Arschlöcher aufführen. Ach, scheiße, dann übrigens, zwei. Einer zwei? Von denen sagte, dass es Vitalis nicht sonderlich gut geht. Wir wussten, dass das passieren würde. Wir müssen für ihn beten. Ah, scheiße, da ist Loot. Da will ich hin. Der Großinquisitor soll ziemlich krank aussehen. Aber jetzt... Ah, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht so gut. So, kann ich an denen hier eigentlich... Also, sehen die mich? Nee, ne? Die sind... Die sehen mich nicht. Dann gehen wir nämlich erstmal hier hin. Gucken, ob wir hier nämlich was Schönes noch finden. Bestimmt. Hier ist nichts. Hier ist wirklich gar nichts. Vielleicht auf den Karren? Nein? Okay, da ist nix. Gar nix. Der sieht mich nicht, ne? Wenn ich jetzt hier lang laufe. Die sind aber wirklich ein bisschen blind, sind sie schon, ne? Also muss man mal sagen. Also ich stehe ja schon fast wirklich. Also, naja, gut. Was? Okay, sie sind nicht ganz so blind, wie ich dachte. Sie sind nur halb blind. Okay. Na dann... Gut. Machen wir das denn andersrum. Dann machen wir zuerst die zwei da in der Ecke und dann die zwei da vorne. Oder muss ich die überhaupt machen, ist die Frage. Ja, scheiß drauf. Weil der guckt jetzt hier nicht hin, ne? Die gucken beide nicht hin. Nee. Muss ich die dann überhaupt machen? Also, wahrscheinlich für den Loot wäre es cool. Aber ist es zwingend erforderlich? Ja, okay, das ist Loot, ne? Also, ist jetzt... Ja, komm, scheiß drauf. Es ist Loot und da wird nicht lange gefragt. Oh, oh. Ah, ah, ah. So.
gut. Ihr wollt spielen. Ja. Ich spiele aber mit Steinchens. Ein Schachbrett. Oh. Das könnte Lukas gefallen. Loot. Deswegen sage ich, für Loot, ne, machen wir eine Menge. Warte, kann ich hier wieder was herstellen? Inventar voll. Inventar voll. No. Okay, warte, machen wir hier nochmal so. Jetzt kann ich den wieder mitnehmen. Für den Loot. Sie sind nur kurzsichtig. Ja, aber das, ja, sorry, ich habe ja eigentlich nicht. Ne? Also eigentlich wollte ich ja nicht drüber nachdenken. Jetzt Chat für euch die Frage. Ne? Ihr dürft jetzt entscheiden. Lassen wir die zwei, die da vorne stehen und kurzsichtig sind, lassen wir die jetzt in Ruhe oder sagen wir Ende im Gelände. Also, ne, wir können die kaputt machen. Okay, der Junge hat eine ganz klare Meinung. Finde ich aber gut. Ich habe sie stehen lassen, weil ich beim Versuch ständig gestorben bin. Echt? Wait. Ohohohohohoho. Kommen Sie. Ah, ich verstehe, was du meinst, Jojo. Okay, warte. Oh, okay, warte. Ja, die sind aber nicht so schnell unterwegs. Ich weiß aber, was du meinst. Aber dann machen wir jetzt einfach mal Bäumchen wechseln, die Spielchen. Lebst du noch, ist auch die geile Frage. Oh, der war gar nicht so gut. Na gut. Wait. Umlaufen wir ihn wieder. Aber lebst du noch, finde ich eine coole Frage von ihm. Ich kriege euch. Nicht. So. Aber das mit den Schildern ist tricky. Tricky. So, jetzt brauche ich aber bald wieder Steine. Bin aber auch etwas dämlich beim Zocken. Nee, Jojo, das will ich jetzt nicht sagen. Also, das ist jetzt hier. Das ist schon mit dem Schild, war schon gar nicht so einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Das war schon eine fiese Sache. Also, ich fand es jetzt erstmal cool, dass ich ja einfach um den Wagen rumlaufen konnte. Und die das gar nicht interessiert hat. Aber ich habe jetzt so wenig Steine. Das ist jetzt so eher mein großes Problem. Ich habe jetzt da ganz schön ein bisschen was verschwendet. Haben wir hier noch irgendwie. Hallo? Kiste? Hier haben wir nichts mehr, ne? Nee. Scheibenkleister. So, dann lass uns doch mal durch die. Komm, wir gehen einfach kacken, dreist wie wir sind, gehen wir hier durch die Haupteingangstür. Obwohl es, glaube ich, nicht so gut ist, aber egal. Kapitel 10: Der Weg der Rosen. Die Universität. Also gut, das Buch. Nicht vergessen, was Lukas im Keller meinte. Der Weg ist übersät mit Rosen. Wo soll ich hier nur Rosen finden? Rosen? Der Weg ist übersät mit Rosen. Das wird jetzt interessant. Die Rosenbanner. Ah, okay. Oh, es ist riesig. Aber wo sind nur all die Bücher? Da, die Banner. Blumen. Ja, da sind Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Nee, warte mal. Ja. Also wir wissen, okay, wir müssen eventuell in die Richtung. Aber was ist hier? Gibt's hier Loot? Ja, es gibt Loot. Dann müssen wir leider wir müssen leider alles erkunden. Oh ja, hier. Schau mal, Stoff. In Days Gone würde das heißen Lappen. So schön wie der Stevie immer dann sagt. Haben wir hier noch was liegen? Nein. Lass mich raten, von hier wären wir normalerweise reingekommen, wenn wir den Seiteneingang genommen hätten. Ist jetzt eine Vermutung. So, die Tür kann ich eventuell. Und jetzt hätte ich mich schon verlaufen. Verschlossen.
Nee. Huch, habe ich mich gerade kurz erschrocken. So, warte. Noch mehr Loot. Kann ich noch was herstellen? Nein. Schade. Verschlossen. Und? Verschlossen. Gut. Also, hier ist ja auch noch eine Tür. Und? Ich hatte die Hoffnung, dass die Tür offen ist. Zumindest eine davon. Aber nein. Aber hier komme ich jetzt auch nicht rein, ne? Also ich kann die jetzt von hier aus nicht aufschließen oder so. Wie viele Tage sind wir jetzt schon hier? Was? Was? Aufgehört zu zählen. Verdammt. Ich kann hier drin nicht mal sagen, ob Tag oder Nacht ist. Bald ist's vorbei. Vitalis hat einen Jungen hergebracht, um die letzte Tür zu öffnen. Seit Tagen sind wir schon hier. Und jetzt kommt der Großinquisitor persönlich, um uns zu helfen. Aha. Das wird ein Spektakel. Okay. Wir sind mit ihm alleine. Das ist machbar. Steinchens. Sehr gut. Keine Ratten. Ja, ist egal. Merkwürdig. Wobei, hat sie eigentlich recht. Weil so hell ist es jetzt hier nun auch nicht, dass das heißen könnte, dass wir hier gar keine Ratten finden. Hat der einen Helm auf? Nee, oder? Der ist helmlos. Ja, okay. Der ist helmlos. Das ist aber auch, also manchmal tun die mir aber auch wirklich leid. So ein bisschen. Dankeschön. Okay, wir haben wieder ein Wägelchen, womit wir wahrscheinlich irgendwie wieder nach oben kommen können. Aber erstmal müssen wir noch ein bisschen Loot sammeln. Ich kann immer noch nichts herstellen. Also, das ist ja unglaublich. Aber gut. Wir gucken erstmal. Hier hinten war, glaube ich, noch was. Oder auch nicht. Nee. Gut. Dann nehmen wir mal den Wagen. Hier war wirklich nichts, ne? Ey, hier ist wirklich gar nichts. Also ich würde den Wagen jetzt hier hinstellen, damit wir da hochklettern und dann wirst du da hochkommen. Ja. That's the way. So. Auf geht's. Quatsch. Genau. Jetzt hier. Einmal hoch. Nochmal hoch. Ja, sehr gut. Oh, das war jetzt gerade ein bisschen schnell gedreht. Okay, hier können wir wahrscheinlich gleich durch. Aber ich will hier nochmal kurz lang gehen. Oh, hier ist eine Kiste. Warte mal, es gab doch die Möglichkeit. Scheiße, wie war das? Ich konnte doch mittlerweile On the Fly herstellen. Was ist das denn hier? Wie? Verlängert die Wirkung von Ordirus und Luminosa. Kleine, flache Holzteile trennen die verschiedenen Komponenten im Behälter, sodass sie länger unvermischt bleiben und eine höhere Wirkung entfalten. Oh, was ist das? Igniformunition lenkt Gegner in der Nähe ab. Mit besseren Werkzeugen kann Amicia wirksame Ignifer herstellen. Dank der verbesserten Mixtur ist es durchschlagskräftiger und knistert stark beim Brennen. Oh, okay, wait. Also hier brauche ich 7, 2, 2, 1, 1. Hier brauche ich 9. Das sind 16. Aber ich könnte beides machen. So, Munitionstasche wäre zu viel. Shit. Amicia experimentiert mit 9. Was? Amicia experimentiert mit 9. Gerbungstechniken verbessert die Elastizität ihrer Tasche und somit auch die Kapazität. Also einerseits mehr Loot zum Einsammeln. Andererseits längere Wirkung von Odoris und Luminosa.
Und... Chat. Habt ihr eine Preference? Sagt ihr eher Munitionstasche? Oder Alchemie? Behälter oder Werkzeuge? Also mich selbst persönlich, klar, reizt die Munitionstasche, weil kann ich wieder mehr Loot mitnehmen, logischerweise. Aber mich würde auch der Behälter extrem reizen. Das Werkzeug gar nicht mal so sehr. Muni. Ja, also Munitionstasche. Wobei, warte mal, Munitionstasche kann ich doch, wenn ich Behälter mache. Wenn ich Munitionstasche mache. Oh, 5 von 5. Oha. Dann brauche ich wieder Leder. Weil er braucht wirklich alles. Klingt alles nice, aber ich glaube, es würde die Tasche machen. Ja gut, okay, komm, dann machen wir die Tasche, weil ich bin eigentlich auch dann für die Tasche. Weil umso mehr kann ich dann mit mir tragen. Das sollte mir die Sache erleichtern. Weil wenn ich jetzt hier wieder rausgehe, dann kann ich doch hier... Aber ich habe kein Leder mehr. Aber ich kann vielleicht nochmal nach da unten gehen. Jetzt muss ich leider nochmal runter, Chat. Also jetzt ist, wenn ich schon die Tasche verbessert habe, muss ich hier nochmal kurz runter und muss nochmal kurz hier den Loot nochmal mitnehmen. Mitnehmen. Den ich nicht mitnehmen kann. Kann ich noch irgendwas herstellen? Ja. Weil ich kann ja jetzt auch wieder mehr von dem anderen Stuff tragen. Ja. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, ich sollte mir vielleicht ein paar Steine aufheben. Oh, einfach vorsichtshalber. Dass ich auch immer wirklich dann fast bis zum Ende durchziehe und dann auf einmal keine Steine mehr habe. Weil irgendwas, mit irgendwas muss ich die ja dann finishen. Finishen. Und ohne Stein ist schlecht. Ist denn nicht so gut. Ich kann die wieder nicht mitnehmen. So ein Rotz. Na gut. Du kannst jetzt nicht nur 10 Mal Sachen herstellen, sondern 14 Mal. Das ist natürlich richtig geil. Wo kann ich denn auch 14 Steine mitnehmen? Das wäre natürlich auch cool. Man kann nie genug Bücher haben, wenn man des Lesens mächtig ist. Das ist alles nur heidnisches Zeug. Das Sanguinis Itinera ist ein heiliges Buch. Ah, fuck, das sind ja drei. Wissen reicht zurück bis zum Anbeginn der Menschheit. Und dieses Wissen könnte uns alle retten. Sucht weiter und haltet Ausschau nach Büchern mit rotem... Das mit Buch, rotem das Sanguinis Itinera. Ich kann vielleicht nicht lesen. Sie suchen auch danach. Ich muss mich beeilen. Okay. Gut, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Also, ich würde mal von hier oben... Scheiße, ich habe nur 2 Steine. Fuck. Das war jetzt gar nicht so clever. Ich habe nur 2 Steine. Ich brauche Steine, ich brauche Munition. Ich kann ja nicht 3 Leute mit 2 Steinen kaputt machen, da geht ja nicht. Hier unten sind ja auch keine Ratten. So, bei dem kann ich den Helm wegschießen. So, das kann ich schon wieder nicht mitnehmen. Kann ich die umlaufen? Er bewegt sich hier gar nicht weg. Das ist ja schon mal gut. Er läuft immer nur von A nach B. Das ist ja auch okay. Aber wenn der jetzt nämlich gleich wieder nach da geht, kann ich hier lang. Jo. Umlaufe ich ihn einfach mal? Da ist doch ein rotes Buch mit einem Einband. Oder sehe ich das falsch? Ist ja einfach nur... Ich jetzt weiter? Wenigstens kommen die verfluchten Ratten. Das sind die Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Okay, wir haben wieder ein bisschen Munition. Scheiße. Ach, da sind sie ja. Ich sag's dir. Das nächste Mal, wenn der so mit mir redet, stopfe ich ihm eins seiner verfluchten Bücher ins Maul. Ha, mit rotem Einband. Sein Lieblingsgeschmack. Das Buch. Wieder so eine brillante Idee des Alchemisten. Ich sag's dir. Die Kerle sind mir nicht geheuer. Mir auch nicht.
Es gibt Teile der Bastion, da wage ich mich nicht mehr hin. Was sie dort alles treiben. Ja, lass uns nicht darüber reden. Du läufst, bleibst du jetzt da oder nicht? Ich habe das Gefühl, dass du gleich wieder irgendwo langläufst. Scheiße. Das war dämlich. Ich muss die Wachen loswerden, damit ich vorbei kann. Das ist gar kein Problem, Freunde. Und ich weiß auch schon wie. Schon ab. Verschwindet. Gott, nicht auf mich. Nicht auf mich. Hallo, mein Freund. Du kriegst auch noch was ab. So. Kann ich jetzt hier einfach rein eigentlich? Muss ich da rein? Nochmal so? In der Hoffnung, dass ich hier rein muss. Ein Gänseblümchen. Du bist auch weit von zu Hause weg, nicht wahr? Ein Gänseblümchen. Wir tun das für Hugo. Schön. So, warte, wir haben hier noch wieder so ein... Ey, ich kann hier wieder nichts mitnehmen. Okay, wait. Jetzt packen wir das Ganze wieder nach da. Schießen jetzt die Ratten hier wieder rein? Richtig? Ich? Warte mal. Ist das falsch? Weil ich muss doch hier durch. Nein, ich will keinen Topf. Schade. War schön gedacht, aber falsch gemacht. Ist es jetzt ein Bug, dass sie jetzt da bleiben, oder? So, wenn ich machen wir hier, nee, entzündet Glut nicht. Machen wir das hier? Geht ja auch nicht. Das kann ich ja wieder nur im Notfall verwenden. Nein! Kann ich hier rüber? Nein! Ja, scheiße, was mache ich denn jetzt? Kannst du hier auch wieder hinschicken, oder? Also... Das hat gerade nicht funktioniert. Also vielleicht muss ich die Step-by-Step hier wieder nach vorne ziehen. Warte mal. Haben wir einen Wagen? Also kann ich... Gibt's... Warte mal. Kann ich hier einfach... Kann ich hier hochklettern? Geht das? Natürlich nicht. Und dann hätte ich gesagt, ich kletter hier hoch und laufe dann hier rüber und drop. Und drop quasi da runter. Das ist doch Scheibenkleister. Okay, wait. Wir nehmen einfach diese Fackel. Wir nehmen einfach diese Fackel. Fertig. Ding. Wird es am Ende alles bedecken? Dem, 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 dem. Warum lässt du denn jetzt... Lass doch nicht die Fackel fallen. Nimm sie doch mit. Na los, beweg dich, Schmied. Hier wartet Arbeit auf dich. Vitalis muss echt verzweifelt sein, wenn er sich dazu herablässt, solche Bettler einzufangen.
Gefangener. Tja, vielleicht öffnen sie ja endlich diese Tür. Ich komme nicht vorbei. Zu viele Wachen. Geschafft. Stell dir nur mal vor, wie viel Kraft es braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde? Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Die kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun. Okay. Also ich würde jetzt mal sagen, ich glaube, hier brauche ich ein paar Versuche. Wobei, vielleicht auch nicht. Nee. Oho. Ich dachte, ich habe was gehört. Komme gleich wieder. Sei vorsichtig. Ja, sei vorsichtig. Nicht, dass du was gehört hättest. Tu dir nicht weh. Hier ist nichts. Beruhigt euch wieder. Beruhigt euch wieder vor allen Dingen. Es ist gar nichts passiert. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, warte, warte, warte. Scheibenkleister. Okay, wait. Mein Prinz. Ich komme nicht vorbei. Ich muss die Ratten irgendwie aus dem Raum locken. Gar kein Problem. We make this dream come true. Ach, scheiße. Das war jetzt natürlich nicht so clever. Mach mal so. Die Wachen nebenan. Das wird die Ratten beschäftigen. Ach so, so meint ihr? Okay, gut, dann nehme ich halt. Komm, du kriegst ja auch noch einen ab. Allzu schön. Freunde! So. Ja. Da kann ich nichts gegen sagen. Das ist passiert. So, machen wir mal hier noch so ein bisschen. Dann können wir hier nämlich wieder ein bisschen was mitnehmen. An Loot. Dann gucken wir mal, ob's. Oh Gott, warum gehst du denn direkt durch? Ich habe lange keine Rosen mehr gesehen. Hoffentlich bin ich nicht falsch abgebogen. Nee, nee, warte mal, wir sind doch hier richtig, oder? Ja, oder? Oh, also ich würde sagen, ja. Tja, dazu habe ich unglaublich viele Versuche gebraucht. Ja, aber jetzt, oh, wie gesagt, also das mit den Ratten da, den Tipp da, das hätte ich jetzt nicht so einfach hinbekommen. Warum sehe ich hier schon wieder nichts? Okay, warte, wir machen hier mal full. Okay. So, jetzt können wir hier wieder ein bisschen was mitnehmen. Wieder was mitnehmen, sehr gut. Können wir hier jetzt noch was herstellen? Okay, jetzt würde ich den Behälter machen. Vorhergehende Aufwertung benötigt. Was? Ist doch jetzt hier. Das sieht schon viel besser aus. Ja, voll. Ich hatte den Jojo-Trick da noch nicht. Okay, Jojo. Ach du Scheiße. Was machen die denn? Stimmt denn mit den Leuten nicht? Über unseren jungen Hugo de Rune? Senior Nicholas ist weiterhin also. Gibt es nur einen,
der uns helfen kann, das Buch zu finden. Der Sohn eines Schmieds. Du hast diese Tür mit deinem Vater gebaut. Jetzt wirst du sie öffnen. Der Zweck dieser Tür ist doch gerade Abschaum wie euch fernzuhalten. Ich bin Großinquisitor Vitalis Benevent. Du hast keine Ahnung, was ich erleiden musste. Sieh, was ich ertrage. Für dich! Wieso für ihn? Oh, kann ich das da oben einfach nur abschießen und... Das Episongus! Wie heißt du, Junge? Roderick. Roderick soll nicht sein Leben aushauchen, bevor diese Tür geöffnet ist. Ja, was, wenn er sie nicht öffnen wird? Denselben Fehler wie bei seinem Vater. Schafft ihn fort. Schafft ihn fort. Das macht doch gar keinen Sinn.